gibt mehr Frauen als wie Männer. Darum rate ich allen Frauen, sich bei Zeiten umzuschauen. Aber bitte sich begnügen, es kann nicht jeder den Schönsten kriegen. Schauen Sie nicht so wählerisch, nur nach dem der Jungen frisch. Nehmen Sie einen Alten, so einen Alten wohlbestalten, so einen Beamten mit Pension, sehr begehrt ist die Person. Nehmen Sie einen Alten, haben Sie etwas aufgefrischt, ist er besser oft wie ein Junger und stets besser als wie nicht. Ist der Alte kein Adonis, wenn's mal nur ne Mannsperson ist, drückte ihn auf Schönheit nie, so mehr schaut man auf sie. Hat er auch vielleicht ne Glatze, der eine kriegte, der andere hatte, oder hat er ein Doppelkinn, gut, dann greift man doppelt hin. Nehmen Sie einen Alten, hat er auch schon einige Falten, die sind nur am Kopf zu sehen, das andere ist vielleicht sehr schön. Nehmen Sie einen Alten, ist er auch schon dick und breit, einen Jungen müssen Sie erst füttern und den haben Sie schon so weit. Haben Sie einen jungen Mann, dann schauen, oft zudem auf andere Frauen. Nach einem Alten schauen Sie nie, der ist ganz und gar für Sie. Ein Junger ist veränderlicher, doch ein Alter, der ist sicher, der küsst nur im eigenen Raum, solange ja auch für eine Frau. Nehmen Sie einen Alten, der ist froh, wenn Sie ihn behalten, der ist treu in Ewigkeit, beinahe zu treu mit der Zeit. Nehmen Sie einen Alten, der küsst voller Liebesqual, denn er denkt bei jedem Kusse, es ist vielleicht das letzte Mal.